Herzlich willkommen. Schön, dass ihr, dass Sie da sind. Und es gibt ein bisschen was zu hören. Man muss auch nicht groß raten. Das ist Heinz Langerhans, in späteren Jahren aufgenommen. Eine offizielle, auch zu offiziellen Zwecken verwendete Fotografie. Kommen wir vielleicht auch noch drauf, was das für offizielle Zwecke waren. Aber es gibt ein bisschen was zu hören. Ich glaube, dann verschwindet das Bild, ne, weil man dann hier die Oberfläche wechselt. Ne? Also riskieren wir es mal. Es gibt auch zwischendurch was zu hören und mindestens der erste O-Ton ist ein bisschen, es sind alte Aufnahmen, die mir dann jemand nicht so gut digitalisiert hat. Es ist also aufgrund dieser Komprimierung kratzt es dann etwas. Aber sie sind auch nicht so lang, sie sind ganz aufschlussreich. Und es ist es ist ein besonderes Dokument. Ich mache es ganz schnell. Die revolutionäre Aktion der Arbeiter, schreibt Heinz Langerhans 1942, ist bei einem Nullpunkt angekommen. Halten wir uns an die Chancen, die wirklich offen stehen. Und Sätze wie diese waren für mich Anlass, mich näher mit Langerhans zu beschäftigen. Nämlich auf der einen Seite, das ist die eine Hälfte des Satzes oder die eine Hälfte dieses Zitates, eine wirklich völlig mitleidslose, ja, vielleicht sogar auch manchmal schon das defätistisch gehässigende, streifende Einschätzung der Lage der Arbeiterbewegung. Und auf der anderen Seite aber kein Haltmachen, keine abstrakt-radikale Negation, sondern tatsächlich zu sagen, okay, also wenn nichts mehr geht oder wenn alles das, was wir an Traditionsbeständen meinten, in der Tasche zu haben, wenn das zerfallen, zu Staub zerfallen ist, was bleibt denn eigentlich noch oder was kann man dann tun? Also diese Doppelbewegung, das angesichts der, um es grob übertreiben zu sagen, welthistorischen Herausforderungen auf der einen Seite des Faschismus, Nationalsozialismus und auf der anderen Seite des Stalinismus. Erster O-Ton. Okay, wir können jetzt also anfangen. Wir sollten jetzt vielleicht nochmal darüber reden, was für Gefühle du eigentlich gehabt hattest, was für Vorstellungen, was für Erwartungen du gehabt hattest. Das war immerhin ein Wechsel von einem Kontinent zum anderen. Das war im Grunde genommen ein ganz entscheidender Wechsel, Einschnitt in deinem politischen Leben noch. Was für Erwartungen hattest du? Politischen Leben. Erstmal, was mein persönliches Leben betrifft und was mein politisches Leben betrifft, das sind zwei sehr verschiedene Sachen. Mein politisches Leben hatte ich mit Europa sozusagen abgeschlossen. Ich hatte keine Vorstellung davon, dass noch eine Zukunft im politischen Leben für mich, mit meiner Beteiligung, dass es das noch geben würde. Ich habe das Gefühl gehabt, meine politische Vergangenheit ist abgeschlossen. Und ich war so in meinem Innern sogar so weit gegangen, dass ich darauf vorbereitet war, nie wieder etwas zu schreiben, nie wieder etwas zu produzieren, was an meine Vergangenheit erinnert. Und mich nicht zu assoziieren mit Leuten, deren Aktionen und deren Ideen sich vornehmlich damit abgaben, eine Karriere aus der Politik, aus der Literatur zu machen. Denn diese Sachen, oder Journalismus, diese Sachen hatte ich hinter mich gebracht, glaubte ich. Und ich wollte das als einen Liquidationsprozess aufgefasst wissen. Was heißt das, Liquidationsprozess? Eine Liquidation der endgültigen Liquidation dieser europäischen Vergangenheit, die praktisch im Januar 1933 begonnen hat und die sich logisch bis zu diesem Tag an meiner Ankunft aus Amerika, in Amerika fortgesetzt hat. Logisch mit jedem Schritt, den der politische Prozess gemacht hat, ist diese Liquidation gefördert, beschleunigt und fortgetrieben worden. Ja, siehst du das so, dass das also Stufen waren, Prag, Paris, Brüssel, Stufen waren, wo du immer mehr zur Erkenntnis gekommen bist, dass du also überhaupt nicht mehr aktiv eingreifen kannst? Das würde ich nicht sagen, sondern was ich sagen würde ist, dass Paris, Prag, Brüssel, Marseille, das waren alles Stufen des historischen Geschehens. Nämlich Hitler eroberte Europa. Ganz gleichgültig, wie ich mich dazu verhielt.
Und was ich dazu sagte, in einem von Hitler eroberten Europa konnte es notwendigerweise für mich keinen Platz geben. Allerdings war damals schon vorauszusehen, dass Hitler dieses Europa nicht behalten wird, dass er eine Niederlage erster Linie erleiden wird. Aber ich machte mir, wenn ich überhaupt eine Vorstellung damit verknüpfte, war es die einer Katastrophe. Nämlich, dass diese Katastrophe Europa vollständig zur Explosion bringen und alles, was bisher gewesen ist, in die geschichtliche Vergangenheit zurückbefördern wird. War Amerika für dich die Frage zu überleben oder politisch neu anzufangen? Keineswegs politisch neu anzufangen. Ich wusste, dass ich politisch in Amerika überhaupt keine Rolle spielen konnte. Wie konnte ich mir einbilden, in Amerika eine politische Rolle zu spielen? Sondern für mich war es wirklich ein Überlebensprozess. Und in gewisser Weise wollte ich in der Tat leben. Aber bis zu einem gewissen Grade war es auch mir da schon ziemlich gleichgültig, ob ich leben oder nicht leben würde. Die Frage für mich stand vielmehr, soll ich in die Hände der Nazis fallen oder nicht? Und diese Frage, die habe ich mit Entschiedenheit verneint. Ich war entschlossen, unter keinen Umständen die Hände der Nazis zu fallen. Ganz gleichgültig, ob ich nicht überleben würde. Als ich nach New York kam, war die Situation ziemlich grimm. Obgleich es mir gar nicht so sehr stark zum Bewusstsein kam. Ich hatte keinerlei Anhalte. Und ich, Gurland zum Beispiel, das ist doch derjenige, auf den es sehr stark ankam, der hatte hier keine Existenz. Er hatte sehr geringe Einnahmen und dachte gar nicht daran. Ein Mann wie Gurland wartete darauf, dass er wieder nach Europa zurück und möglichst nach Deutschland zurück konnte. Ganz im Gegensatz zu mir. Ich wartete nicht darauf. Langerhans zum Beispiel war ein Charakter, der überhaupt jeden Tag darauf zitterte, der Amerika gar nicht vertrug, der auch selbst als er schon Professor in Gettysburg und mit seiner Frau endgültig zusammengegangen war, immer noch nur jeden Tag dachte, wie schnell er wieder zurückkommen würde nach Europa. Obgleich er schon zweimal aus Europa zurück hierher gekommen war, weil es irgendwie nicht ging, dort zu leben. So war es auch mit Gurland. So, es ist also nicht, wie vielleicht vermutet, Langerhans, den wir gerade gehört haben, sondern eine Stimme von jemandem, den es eigentlich noch schwerer getroffen hat, was seinen Platz, sage ich mal, im Kanon sozialistischer Theorie des 20. Jahrhunderts angeht, also vollständig vergessen. Ja, man kann sogar sagen, das ist aber eine Geschichte für sich, auch mit sehr, sehr unlauteren Mitteln auch verdrängt wurde aus dem Gedächtnis. Es stammt von Leo Friedmann. Es macht keinen Sinn, nach dem zu googeln. Es gibt keinen Wikipedia-Eintrag und auch sonst eigentlich keine einsehbaren Spuren, keine nachvollziehbaren Spuren. Ein bisschen findet man, wenn man ein wenig mit Suchbegriffen trickst. Leo Friedmann, 1905 bis 1992, hat in den 1920er Jahren, vor allen Dingen aber dann im Exil in den 30er Jahren, einen äußerst bemerkenswerten Korpus an linkssozialistischen Analysen geschrieben und vorgelegt, die auch relativ große Beachtung damals gefunden haben, die aber, wie sich das gehört oder wie das damals natürlich der Fall war, anonym oder unter Pseudonym veröffentlicht wurden. Und was dann später andere Leute oder, ja, also der Kreis ist klein, aber es wurde dann sozusagen von anderen Leuten für sich dieses Erbe beansprucht. Und tatsächlich diese Hoffnungslosigkeit oder auch diese äußerst resignierte Haltung, die tritt ja hier zutage. Er hat also im Prinzip aufgehört, in Amerika zu arbeiten. Er hat sich da ganz auf, hatte dann auch eine Familie und hat sich dann in New York ganz auf einen kleinen Brotjob fixiert. Und diese Faschismusanalysen sind, das ist wie gesagt ein Kapitel für sich. Und sie stehen auf der einen Seite noch ganz stark in einer klassischen marxistischen Tradition, nämlich den Faschismus
soweit es geht und so gut es geht. Und er hatte tatsächlich sehr gute Möglichkeiten. Ihm stand sehr reichhaltiges Material dazu zur Verfügung, den Faschismus in marxistischen Begriffen zu fassen, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite aber aus diesen Begriffen eine schonungslose Analyse über das Scheitern und Versagen der Arbeiterbewegung angesichts des Faschismus und des Stalinismus zu schlussfolgern, also aus diesen Analysen. Das Ganze ist erschienen in einer Zeitung, die sich Das Freie Deutschland nannte, nicht zu verwechseln mit einem Volksfrontblatt, das dann in Mexiko erschien unter KPD-Ägide. Es hatte also nichts mit der KPD zu tun, dieses Freie Deutschland. Es war explizit antibolschewistisch, nicht antikommunistisch, antibolschewistisch eingestellt. Und für diesen Friedmann, der sich da also regelrecht die Finger wund geschrieben hat, neben einer anderen Person, die hier erwähnt worden ist und die wichtig ist, insofern jetzt nicht für den heutigen Abend, aber für das, was der Friedmann will und was auch dann Langerhans bedeutet, zusammen mit diesem erwähnten Gurland, Arkadius oder Arkadi Gurland, der ein wenig bekannter ist, dessen Schriften man dann auch in der Nachkriegszeit oder im Zuge der Studentenbewegung neu aufgelegt hat, der dann auch, ihr habt es ja gehört, es in Amerika nicht ausgehalten hat und zurückgekehrt ist nach Deutschland. Und Gurland ist auch eine traurige, gescheiterte Figur, ist mit Sicherheit der talentierteste Marxist, den die SPD nach 1918 in ihren Reihen hatte. Und so jemand, ich habe ein paar Kontakte in die SPD und auch da Leute, die da sehr viel auf sich halten, historisch Bescheid zu wissen, ist völlig unbekannt. Und er war aber in den 20er, 30er Jahren wirklich der Exponent einer jungen marxistischen Bewegung in der SPD, dieser Gurland. Und bewegt sich aber noch anders als Friedmann und auch anders als Langerhans, zumindest in der Zeit des Exils, noch stärker in traditionell marxistischen Bahnen. So. Und für Friedmann war Langerhans tatsächlich die Offenbarung, also sozusagen der Missing Link, das werden wir auch gleich noch hören, der Missing Link, der so seine Ahnung, was die Rolle und auch den Zustand der Arbeiterbewegung unter diesen veränderten Bedingungen angeht, im Grunde genommen katalysiert hat oder einem schlüssigen Ausdruck zugeführt hat. Man muss dazu sagen, dass in den Kreisen es ganz wichtig war, kein Theoretiker zu sein. Also nach unseren heutigen Maßstäben würden wir natürlich sagen, es ist irrsinnig theoretisch, aber Theorie war damals noch mehr als heute mit Philosophie identifiziert oder mit so etwas wie so einer Globalanalyse. Und dagegen wandte man sich, also auch zum Beispiel in dieser Wochenzeitschrift Das Freie Deutschland, ganz massiv und setzte dagegen auf sture empirische Arbeit, die ihnen möglich war. Denn diese Zeitung, Das Freie Deutschland, war verbandelt, es ist eine verrückte Geschichte für sich, war verbandelt mit dissidenten, frustrierten nationalsozialistischen Kreisen, die halt von Hitler sehr enttäuscht waren und die bereit waren, mit dem auch sozialistischen Exil, nicht dem kommunistischen, aber dem sozialistischen Exil, zusammenzuarbeiten. Und die also Leute in Ämtern hatten, die also an sehr hochwertige statistische Untersuchungen und Daten dran kamen und das ins Ausland geschmuggelt haben. Und dann zum Beispiel diesem Freien Deutschland zur Verfügung gestellt haben, sodass dort die vermutlich besten wirtschafts- und rechtsanalytischen Untersuchungen und Kommentare zur Situation 33 bis 39 stehen. Friedmann ist tatsächlich stand an der Schwelle zur Wiederentdeckung zu verdanken, hätten wir das gehabt, der Exilforscherin Lieselotte Maas, die auch dieses Interview vereinbart hat, die bei ihren Nachforschungen darauf stieß, dass es da diesen Korpus gibt an Texten, an Schriften, die auf eine Person, eben diesen Friedmann, zurückzuführen sind. Und der aber völlig unbekannt, ja wie gesagt auch von sozialdemokratischer Seite auch verdrängt worden ist.
und die sich dann so ein bisschen zur Aufgabe gemacht hatte, ihn wieder zu entdecken. Und ursprünglich sind diese Interviews 1982 in New York geführt worden, ursprünglich für einen Feature im Hessischen Rundfunk. Warum es dazu nicht gekommen ist, kann ich leider nicht sagen. Ich hatte noch Kontakt mit Frau Maas, die vor einem oder zwei Jahren verstorben ist, und da sagte sie mir, aber es ist schon ein paar Jahre her, ich kann Ihnen leider nicht helfen, ich bin schon dement. Ich weiß, dass ich diese Interviews geführt habe, aber ich kann Ihnen nicht sagen, warum wir damit nicht mehr weitergearbeitet haben. Die Materialien liegen zum Beispiel im Exilarchiv der Deutschen Nationalbibliothek, das jetzt auch den Nachlass von Frau Maas übernommen hat. Da werde ich auch noch mal gucken, das ist bestimmt auch noch ein bisschen persönliche Korrespondenz mit dem Friedmann, warum das so dermaßen versandet ist. Und Friedmann bleibt natürlich der Konspirative, was er dann halt auch in den 30er Jahren gelernt hat, denn er hat sich tatsächlich aber in Amerika politisch engagiert. Und zwar ist er angefixt worden von seinem Sohn, der bei Herbert Marcuse studiert hat, unter anderem. Und er hatte sich dann sozusagen als Elder Statesman oder als alter Immigrant 1968 ein wenig in die Studentenbewegung, da genau an der Brandeis University an der Ostküste, eingemischt und hat dann so Lesekurse Marx und Faschismustheorie gemacht, aber alles hochkonspirativ. Und darum erwähnt das mit keinem Wort. Und ich weiß das aber von seinem Sohn, der noch lebt, der mir das alles erzählt hat. Jetzt zu Langerhans. Genau, ach so, und noch ein Moment des Aufschiebens. Dem Friedmann verdankt man, es gehört zu den wenigen Quellen, die auch gut greifbar sind, die sich doch ausführlicher, auch im Rahmen dieses Interviews, ausführlicher über Langerhans geäußert haben. Und wir werden ihn also noch einige Male hören. 1904 bis 1976, Heinz Langerhans, geboren zu Köpenick, Sohn des Georg Langerhans, Jurist und Bürgermeister, an dem in Köpenick die Langerhansstraße erinnert. Er hat auch ein Ehrengrab, oder es ist ihm ein Ehrengrab gewidmet. Zwei Schwestern, Vater stirbt früh, Mutter stirbt früh, darf aus finanziellen Gründen als einziger der drei studieren. Ist keine überflüssige Information, weil das ist ein gewisser Bruch, der dann in der Familie stattfindet. Ja, die Schwestern darüber sehr unglücklich sind, dass sie es nicht dürfen. Studiert zunächst Architektur an der TU, dann Soziologie in Frankfurt. Das ist ein hoher kommunistischer Jugend- oder besser Studentenfunktionär, ist auch dem ZK beigeordnet. Als Linkskommunist aus der Partei ausgeschlossen, relativ früh, ich glaube 24 sogar schon, Korschgruppe. Promotion bei Horkheimer, Rückkehr nach Berlin 1931, Eintritt in die SPD zu konspirativen Zwecken. 1933 im Widerstand, Verhaftung, Folter, 6 Jahre in Knast und KZ. So viel zur ersten Lebenshälfte. Zwei Zitate, die ich als Motto diesen Band vorangestellt habe. Einmal Gandhi, der 1920 sagt, in diesem Zeitalter der Herrschaft der brutalen Gewalt ist es fast unmöglich, dass jemand glaubt, ein anderer könnte vielleicht das Gesetz der entscheidenden Überlegenheit der brutalen Gewalt verwerfen. Und Langerhans 1944, anstatt dass man sich konspirativ separierte, war es möglich und kam es darauf an, in das aufgezwungene, aber vollständige Organisationsschema staatsfeindliche Querverbindungen einzubauen. Die konspirativen Regeln berücksichtigte sowieso mittlerweile jedes Kind. Der Fall Heinz Langerhans ist ein schwieriger. Denn weder gilt es, ihn neu zu lesen, noch ihn überhaupt zu entdecken. Langerhans ist nämlich aktenkundig, seit Jahr und Tag existiert ein Wikipedia-Eintrag. Er ist in den Chroniken der Universitäten, an denen er gelehrt hat, verzeichnet. Um die Jahrtausendwende gab es eine erste Aneignung seiner Schriften durch eine an kritischer Theorie und Linkskommunismus interessierte intellektuelle Linke. Aber auch wenn der Kreis der Personen, der ihn entdeckte, zu klein und der Textkorpus, auf den sie sich stützten, zu schmal war, kann nicht behauptet werden, er wäre später wieder ins Vergessen abgedrängt worden.
Wenn jemand über Jahrzehnte bloß irgendwie bekannt ist, wenn seine Legacy als Fußnote ihren kleinen, aber doch festen Platz in der Geistesgeschichte gefunden hat und das wissenschaftliche Werk als randständig, faktisch als Ergänzung bedeutenderer Werke gilt, dann verfestigt sich schnell das Ressentiment, dass es ja dafür triftige Gründe geben müsste. Er war halt einfach nie wichtig, nie originell, nicht produktiv, um ganz nach oben zu kommen. Also ja, es ist einfach, Langerhans zugängliches Werk ganz zwischen zwei Pole zu spannen. Auf der einen Seite Karl Korsch, dessen Schüler und Freund er war, vielleicht sogar sein Lieblingsschüler, also der große unabhängige kommunistische Denker nach seiner kurzen Zeit als Parteiphilosoph der 20er, 30er, 40er Jahre. Vielleicht dort ein sozialdemokratisches, akademisches Milieu der Nachkriegszeit, in dem sich einige ältere marxistische Intellektuelle der Weimarer Zeit und der Exiljahre tummelten, die eben auch Langerhans, die nun politisch ernüchtert und intellektuell geleuchtet, wesentlich bescheidenere, realistischere Ambitionen verfolgten. Aber je mehr Schichten man in seinem Werk freilegt, je näher man seine Laufbahnen betrachtet, seine politischen Interventionen, seine Versuche, sich wissenschaftlich wie institutionell zu etablieren, desto mehr lösen sich diese Bindungen und wir müssen tatsächlich über ein eigenständiges, auch wenn man so will, heroisches, heroisch unabhängiges Werk sprechen. Was es zu entdecken gilt, Langerhans hat das marxistische Denken seiner Zeit einer mitleidlosen Revision unterzogen, um seine radikalen Impulse, er würde wohl sagen, seine antiterroristischen Aspekte freizulegen und neu zu schärfen. Dass der Terrorismus, der notorische Hang zur Versklavung der Arbeit, zur willkürlichen Hierarchisierung der Gesellschaft durch Rassismus und Antisemitismus, der Übergang der Marktwirtschaft zu Monopolismus und Kriegswirtschaft, die Suspendierung politischer und sozialer Vermittlungsformen durch Folter und Zwangsarbeit. Also dass der Terrorismus, das war für ihn der Sammelbegriff oder der verdichtende Begriff, dem kapitalistischen und das heißt konsequent bürgerlichen wie proletarischen Entwicklungsgang immanent ist, ist die Grundeinnahme seiner theoretischen Anstrengung. Sie klingt mal stärker, mal schwächer an, mal klarer, mal unbewusst, aber sie zieht sich durch sein gesamtes Werk. Und sie wird von ihm mit aller Konsequenz behauptet. Denn die Revision kann keine Anknüpfung an liberale, demokratische oder republikanische Denk- und Handlungsmuster bedeuten. Das ist die Welt des 19. Jahrhunderts. In ihr ist nichts mehr für uns zu holen. Es sei denn bei gewissen formalen Aspekten des Anarchismus oder Syndikalismus. Antizentralismus nämlich, non-hierarchische direkte Aktion, keine Beteiligung am politischen Leben, Verweigerung eines geschlossenen Systems von Leersätzen. Das hat Langerhans angezogen und dem hat er sich verschrieben. Später in den 1960er Jahren entdeckte er diese Kriterien in gewissen Spielarten des Buddhismus wieder, des sogenannten Theravada-Buddhismus, und bezog sich für seine Verhältnisse geradezu emphatisch auf sie. Klingt erstmal sehr irritierend, weil wir alle bestimmte Bilder, denke ich mal, vom Buddhismus im Kopf haben. Wenn man sich aber diese Lehrsätze anhört, dieser Spielart des Buddhismus, also einer ja, dem selbstverständlich nach sehr ursprünglichen Spielart, die sich also sehr auf den tatsächlichen Buddha Gautama bezieht, dann ist es gar nicht so obskur. Kommen wir vielleicht drauf oder könnt ihr dann später nachfragen. Das Ende des Zweiten Weltkriegs bedeutete für ihn keine Zäsur, allenfalls eine Steigerung. Er schreibt 1941, auch wenn der letzte Tote dieses Krieges eingegraben sein wird, wird das totalitäre System doch nicht zerschlagen sein. Die Anzahl der Völker und Nationen, die durch die Schrecken von Krieg, Besatzung und Vernichtung den Terror selbst erlernt hätten, werde noch zunehmen. Das Prinzip seiner Zersetzung und schließlich Aufhebung muss im Terrorismus, den Langerhans als KZ-Häftling und anschließend als faktisch rechtloser Flüchtling und Internierter in Belgien und Frankreich am eigenen Leib erlitten hat, selbst gesucht und gegen diesen Terrorismus gewendet werden. Aber nicht als Gegenterror, sondern durch das Aufspüren der Grenzen
an dem sich die Asozialität, also das Gesellschaftsvernichtende des Terrors, bricht. Und das ist die Selbstbehauptung der Arbeit. Je umfassender der Terrorismus wird, desto grobmaschiger und rissiger wird sein Netz. Es gibt ein Zitat aus dem 7. Kreuz von Anna Segers, wo jemand sagt, ja, auch das dichtmaschigste Netz besteht vor allem aus Löchern. Das ist also eine interessante Dialektik. Und das ist genau der Gedanke, den auch Langerhans umgetrieben hat. Wir Traumatisierten müssen lernen, wieder unerschrocken zu sein. Wir Ermüdeten müssen lernen, die Tüchtigkeit neu zu erproben. Langerhans, im KZ zum Barackenbau gezwungen, stürzte sich im Exil in eine Arbeit, die eine geistige war und dennoch ganz praktischen Zwecken verpflichtet. Er schreckte nicht davor zurück, sich vermeintlich herrschaftsdienliches Material anzueignen, wie etwa die Spieltheorie John von Neumanns, die er als eine Theorie antagonistischer Verhältnisse, also zwei Spieler mit jeweils antagonistischen Positionen oder auch mehrere Spieler mit jeweils antagonistischen Positionen gelesen hat. So verrückt es klingt, sein Werk ist kein pessimistisches, eine melancholische Haltung wie theoretische Trauerarbeit hat er sich rigoros verboten. Die beiden eingangs angeführten Zitate stehen für die wirklichen Pole, zwischen denen wir Langerhans Werk und sein Leben als Antifaschist spannen. Die Anstrengung, das Gesetz der brutalen Gewalt zu verwerfen, führt zur List im System des Totalitarismus, die Streben eines anderen selbstbestimmten Handelns einzuziehen. Sehr starke persönliche und gesinnungsmäßige Kontakte mit Heinz Langerhans, einem deutschen Intellektuellen, der ein Schüler von Karl Korsch zusammen mit Pächter und anderen in der Korsch-Gruppe in Berlin gewesen war und den wir in Berlin kennengelernt hatten. Dieser Langerhans erschien in Brüssel, war zu Zuchthaus verurteilt worden in Deutschland, hatte im Konzentrationslager gesessen, war herausgekommen, hatte Deutschland fluchtartig verlassen, sich nach Brüssel begeben, während seine Frau, die ihm dazu verholfen hatte, in Amsterdam saß. Eine Frau, die er als seine Frau betrachtete. Langerhans in Brüssel war ein großes Erlebnis für mich. Ich habe niemanden sonst gehabt, außer Sievers. Gurland war in Paris, persönliche Korrespondenzen gab es nicht. Aber mit Langerhans, die Verbindung, die blieb. Die war sehr intens. Mit Langerhans war ich auch in Cypria und Gürs zusammen. Langerhans ging lange vor mir nach Marseille und gleich darauf nach Amerika. Der Korsch hatte dafür gesorgt, dass er schnell nach Amerika kam. Und als ich nach New York kam, obgleich ich praktisch nur Gurland, ich habe an Langerhans als eine Verbindung in dem Sinne gar nicht gedacht. Denn Langerhans war ein Mann, der nie Geld verdiente, der nie einen Job hatte, der gar nicht wusste, was das war. Und von dem man immer nur in dem Zusammenhang reden konnte, dass man ihm irgendwie helfen würde. Weil man in dem Zusammenhang an ihn dachte. Ich war aber nicht in der Position, jemandem zu helfen. Langerhans war derjenige, der den Zweifel und den ganzen aufrührerischen Instinkten in mir einen neuen Halt gegeben hatte, als er nach Brüssel kam. Und obgleich er kein Theoretiker im gewöhnlichen Sinne war, er hatte ein Verständnis der Realität, das dem Verständnis der gewöhnlichen Marxisten weit voraus war. Er hatte eine Sensitivität, er hatte eine Vorahnung, er hatte einen bestimmten Sinn für Realismus, der über den der konventionellen Marxisten weit hinausging. Wie zum Beispiel man das von Nietzsche, von Hölderlin und von vielen anderen in der deutschen Geschichte sagen kann. So war es auch mit Langerhans. Der war einer aus dieser Gesellschaft von Philosophen und Dichtern, die eine gesellschaftliche Realität, die über der gewöhnlichen und unter der gewöhnlichen Realität lag. Und ich glaube, ich verdanke es Langerhans, dass ich sehr genauer mich darüber verständliche,
verständigen konnte als der gewöhnliche Immigrant. Ich verdanke das Langhans, dass er all diese Ahnungen und diese Voraussetzungen und diese Zweifel in mir verstärkte, sanierte und stabilisierte und ihnen einen größeren Fundus, eine größere Substanz zumessen konnte. Hier war es eben, wo mein Kontakt mit Gurland aufhörte und der mit Langerhans begann. Natürlich galt Langerhans nur als ein Schüler von Korsch, aber das war eine Täuschung. Alle derer, die mit ihm verkehrten, die wussten ihn nicht, kannten ihn nicht gut genug, denn Langerhans würde seine Zweifel niemals einem Kreis mitteilen. Aber mir hat er sie mitgeteilt. Er hielt Korsch für einen antiken marxistischen Philosophen, der mit den gegenwärtigen Verhältnissen keine wirklich lebendige Verbindung mehr haben konnte. Obgleich Korsch unter den Philosophen des Marxismus eine bedeutende Rolle spielt. Und auch, aber das muss man als Geschichte verstehen. Das gehört der Geschichte an. Ja, das ist vielleicht nicht das freundlichste Urteil über Karl Korsch. Und das Interview mit Leo Friedmann, wie gesagt, 1982 geführt, ist natürlich auch in dem Geist geführt, dass hier endlich jemand reden kann, der so lange auch nicht gehört wurde oder den man auch so lange nicht hören wollte und der 1982 auch der Letzte ist. Also 1982 sind sie alle tot, also besagter Gurland, Korsch sowieso, ist ja eine ganze Generation älter, Langerhans 76, dann fiel der Name Pächter, Heinz Pächter, der sich dann im Exil Harry Pachter nannte. Und so, die sind, Paul Mattig, ein Rätekommunist, war auch in diesen Kreisen und die sind zu dem Zeitpunkt alle tot und er ist der letzte Überlebende und hat dann gewissermaßen das Privileg, dann doch ein wenig die Geschichte so darzustellen, wie er es möchte und äußert sich also sehr kritisch über Korsch. Das würde ich nicht sagen, dass es ein antiker marxistischer Philosoph ist. Und aber er möchte hier doch mal einfach klar machen, dass Langerhans wirklich so etwas wie einen Bruch verkörperte. Und auch es wird halt sehr stark dieser Gegensatz auch aufgemacht in diesem Gespräch, eben zwischen diesem besagten Gurland, der also so der Altmeister, der war gar nicht alt, ja, aber sozusagen von seiner Belesenheit, der Auslegung marxistischer Schriften ist, auf der einen Seite und dagegen so jemand wie Langerhans, ja, den er jetzt also hier mit eher kryptisch, aphoristisch oder fragmentarischen, es ist gar nicht mal so falsch, ne? Das trifft auf ihn alles auch zu, Denkern, wie Hölderlin und Nietzsche zusammenbringt. Ja, dieses Bild, wir machen einen Sprung, dieses Bild ist zu Zwecken der Universität Gießen aufgenommen worden für das Vorlesungsverzeichnis, denn dort hatte es dann in die also tiefste, glaube ich, sehr ungemütliche hessische Provinz, den Langerhans verschlagen. Das war eine Aktion oder ein Vorgang, der sehr von Wolfgang Abendroth und dem damaligen auch ja, linksrepublikanischen sozialdemokratischen Bildungsminister, ich glaube August Zinn, betrieben wurde. Und es ging darum, auf der einen Seite ganz pragmatisch alten Emigranten auch Jobs zuzuschustern, also Leuten, denen ja ihre akademische Laufbahn zerstört worden ist. Gurland hat auch davon profitiert, der landete in Darmstadt. Und auf der anderen Seite ging es natürlich auch darum, dem extrem reaktionären, revisionistischen Geist an den deutschen Universitäten, vor allen Dingen in der Provinz, etwas entgegenzusetzen, indem man in dem Lehrkörper Leute positioniert, die halt eine aufklärerische, ja im weitesten Sinne marxistische Tradition verfolgen. Und der Abendroth hat sich darum sehr, sehr bemüht, und war also auch institutionell, bildungspolitisch sehr aktiv, kannte Langerhans aus den 20er, 30er Jahren, aus der Arbeiterbewegung und hat ihn dann letztendlich da in Gießen installieren können. Aus der Zeit seiner Lehrtätigkeit berichtet der Schriftsteller und Sozialwissenschaftler Joke Frerichs, der damals in Gießen bei Langerhans studiert hat und der jetzt in einer nicht enden wollenden Reihe von so, ich sag mal, tagebuchartigen Studien sein Leben Revue passieren lässt, veröffentlicht er alle selber, also im Selbstverlag.
und geht auch da immer wieder auf, es wird also sozusagen so mikroskopisch sein gesamter Lebensweg nachvollzogen und auch schon darüber reflektiert, wie er mikroskopisch seinen ganzen Lebensweg nachvollzieht. Und er kommt dabei auch immer wieder auf Langerhans zu sprechen. Langerhans war damals den Studierenden sehr zugetan und hat auch die Studentenrevolte begrüßt, die es auch natürlich in kleinerem Maße in Gießen gab. Hat also auch dann die Seminare für die Interessen und die Anliegen der Studenten dann geöffnet. Womit er einer der wenigen Professoren an der Uni war, die das gemacht haben. Joke Frerichs. Mir wurde klar, dass für die Generation, zu der Langerhans gehörte, die Klärung theoretischer Positionen nie Selbstzweck war. Ja, dass das Ringen um die richtige Theorie für sie buchstäblich eine Frage auf Leben oder Tod bedeutete. Eine derartige Ernsthaftigkeit, ja Besessenheit im Umgang mit Theorie hatte ich bis dato noch nicht erlebt. In unserer Studentengeneration, das sind also die 68er, konnte man im Gegenteil oft den Eindruck gewinnen, dass für viele das Theoretisieren nur Spielerei gewesen ist. Ich erinnere mich an eine Charakterisierung der Lukatschen, des Lukatschen Denkens durch Georg Lukacs, durch Langerhans. Wir bemühten uns, ihm darzulegen, wie wir Lukacs-Theorie des Klassenbewusstseins verstanden hatten. Was konstituiert ein solches Klassenbewusstsein? Wir fanden Lukacs Erklärung defizitär, da dieser die Voraussetzung von Klassenbewusstsein nur im Konjunktiv geklärt hatte. Also Klassenbewusstsein wäre, wenn, Pünktchen, Pünktchen. Und sich der eigentlichen Problematik entzog. Langerhans hörte sich das alles geduldig an, um dann lapidar zu antworten, na, dem Lukacs passt halt die Wirklichkeit nicht. Das war sein ganzer und abschließender Kommentar zur Problematik, über die wir uns so sehr erregt hatten. Nur wenn es um politische Zusammenhänge ging und man nicht seiner Meinung war, konnte er heftig werden. Dann kannte er keine Freunde mehr. Zu tief saßen noch die Erinnerungen, die Erfahrungen, Entbehrungen, die er auf sich genommen hatte. Das hatten wir zu akzeptieren. Zu den Höhepunkten unserer Zusammenkünfte gehörte stets, wenn Langerhans einen Gedichtband von Brecht nahm, eines seiner Lieblingsgedichte vorlas und die brechtsche Sprache analysierte. Besonders beeindruckend das Gedicht Legende von der Entstehung des Buchs Tao Te King auf dem Weg des Laozi in die Emigration. Da las jemand, der wusste, was es bedeutete, in die Emigration gehen zu müssen. Nie werde ich den unpathetischen Ton vergessen, in dem Langerhans das Gedicht vortrug. Nahezu tonlos, aber umso beeindruckender. Ja, auch bei diesen Erinnerungen fällt auf, wie prägend der Eindruck war, den Langerhans hinterlassen hat. Lakonie in der Argumentation, Verbindlichkeit in der theoretischen Diskussion, der Bezug zur formbewussten Poesie Brechts. Es sind konstitutive Merkmale des Handwerks des Denkens, wie es Langerhans in den frühen 20er Jahren in der kommunistischen Bewegung erlernte, der er sich spätestens 1922 angeschlossen hatte. Langerhans hatte die offizielle, in Anführungsstrichen, offizielle Bewegung früh genug verlassen müssen, um nicht von der Verballhornung der Dialektik im Zuge der Bolschewisierung affiziert zu werden. Vielmehr schärfte er die Dialektik in den abtrünnigen, unabhängigen kommunistischen Kreisen um Karl Korsch, in denen ab 1930 auch Bert Brecht verkehrte. Die lernten sich beide kennen und haben wohl damals ziemlich viel miteinander in Kneipen abgehangen. Das dritte Bild stammt von Brecht. Langerhans Buch habe ich mit großem Interesse gelesen. Also das dritte Bild, Entschuldigung, das ist im Buch. Ich habe hier verschiedene inhaltliche Bilder. Ja, und das ist das dritte, nachdem also Friedmann ist das erste, Frerichs das zweite, das dritte von Brecht. Langerhans Buch habe ich mit großem Interesse gelesen, schreibt er im Oktober 1942 aus dem kalifornischen Santa Monica an Karl Korsch, den beide, Langerhans wie Brecht, als ihren Lehrer angesehen haben. Ja, ich habe das Buch mit großem Interesse gelesen, besonders nachdem Felix Weil und das Institut für Sozialforschung es einfach verrückt nannten. Auch die Gedichte sind schön, aber ich habe auch ihm nicht geschrieben und nicht einmal gedankt und fühle mich recht schlecht. Vielleicht legen Sie ein gutes Wort bei ihm ein. Bei dem Buch dürfte es sich um das Anfang 1942 fertiggestellte, in einem einzig großen Arbeitsrausch niedergeschriebene kommunistische postmarxistische Totalitarismuskritik How to Overcome Totalitarianism handeln.
das als Manuskript in Exilkreisen zirkulierte, von dem auch schon Übersetzungen angefertigt wurden, daher der englische Titel, und das doch nie zur Veröffentlichung kam. Es ist Langerhans Hauptwerk, eine eigenständige Totalitarismuskritik, die aus kommunistischer Perspektive Faschismus, Stalinismus und US-amerikanischen Monopolkapitalismus zusammendenkt und dabei die marxischen Kategorien bewusst überspannt. Es sollte keine Rückkehr zu einem wie auch immer traditionellen Marxismus geben. Felix Weil, der erwähnte, der Initiator und Finanzier des Instituts für Sozialforschung und als enger Freund von Horkheimer und auch Korsch, eine Schlüsselfigur in der Konstitutionsphase der kritischen Sozialforschung, kann offensichtlich nichts Produktives in der Spannung von Marxismus und Totalitarismuskritik erkennen. Anders aber Adorno. Am 2. Juli 1941 schreibt dieser, der sich zu diesem Zeitpunkt in New York aufhält, wo Langerhans gerade ein paar Wochen eingetroffen ist, an seinen Freund Horkheimer im kalifornischen Pacific Palisades. Zu den wirklich erfreulichen Erscheinungen hier gehört Langerhans. Ganz abgesehen von seiner Widerstandskraft, die man nicht genug bewundern kann, hat er einen geistigen Elan, der mir wichtiger dünkt als die theoretische Reife, die ihm, beinahe möchte man sagen, zum Glück abgeht. Also, das ist hier ein bisschen immer so die übliche Arroganz. Was mich wirklich an ihm so sehr beeindruckt, ist, dass für ihn die Frage des Nicht-mehr-Mitmachens in unserem Sinn nicht als eine der Ferne und der Entwicklung sich stellt, sondern dass jedes Wort von ihm auf die unmittelbarste Möglichkeit des Ausbruchs jetzt und hier gerichtet ist. In vielen Dingen stimmt er mit uns überein, ohne von unserem Standpunkt explizit etwas zu wissen, so in der Frage der Überholtheit der Politik im alten Sinn, der Massenpartei und andererseits der Möglichkeit, gerade durch das Übersichtlichwerden der Verwaltungs- und Arbeitsfunktionen bereits heute der Herrschaftsapparatur zu entraten. Es liegt etwas Tröstliches darin, dass ein Mensch, dessen Leben so nahe bei dem verlaufen ist, was heute geschieht, er meint damit das große Werk der Vernichtung der Nazis, im Grunde ganz ähnliche Erfahrungen gemacht hat wie wir in der Distanz unserer Theorie. Adorno hatte mit dieser Charakterisierung mehr Recht, als er vielleicht selbst wusste. Nur anderthalb Jahre später, am 13. Januar 1943, schreibt Horkheimer an Felix Weil, das ist jetzt auf Englisch, aber naja gut, die haben ja auch alle mit deutschem Akzent gesprochen. I just wanted to say that I am glad about Korsch's reaction to the article of Langerhans. The latter has certain really great intuitions, but unfortunately his mind, also Langerhans' mind, seems to be disturbed. It is a fact that most of the people who have been held in a concentration camp bear the traces of hell in their souls. Also die meisten Leute, die in einem Konzentrationslager waren, die dem entronnen sind, tragen oder haben in sich die Spuren oder in ihrer Seele die Spuren der Hölle. Der Eindruck wird von anderen Äußerungen aus Emigrantenkreisen, ich meine, Horkheimer erwähnt zum Beispiel hier den Korsch, gestützt. Mit dem Langerhans stimmt etwas nicht, da muss was vorgefallen sein. Menschlich-biografisch ist das kaum zu entschlüsseln. Anhand seiner Schriften aber schon. Nach seinem großen Essay How to Overcome Totalitarianism arbeitet er mit Leo Friedmann angesichts der Kriegserfolge der Reichswehr in Afrika und in der Sowjetunion einen Text, der Kriegserfolge, die sich aber sehr schnell auch in ihr Gegenteil verkehren, der ein umfangreiches Forschungsvorhaben einleiten soll über den Blitzkrieg. Diese Studie gelangt nicht über ein Exposé hinaus. Nicht zuletzt aus den Reaktionen der Freunde, Emigranten, die der kleinen linksradikalen antistalinistischen Opposition angehören, die sich um ein Theorieblatt namens Living Marxism scharen, und aus denen der prominenten Leser Bert Brecht, können wir dessen zentrale Thesen, also diese merkwürdige Blitzkrieg-Theorie, rekonstruieren. Die deutsche Armee ist ein Arbeiterheer, sie ist wie eine moderne Fabrik organisiert und versteht sich auch so. Ihre Schlagkraft ist revolutionäre Energie, die um ihren ursprünglichen proletarisch-utopischen Gehalt gebracht worden ist, sich also konterrevolutionär äußert. In der Stoßtrupptaktik
führerloses, blitzschnelles Eingreifen, um die Phalanx des gegnerischen Heeres zu durchstoßen. Das war ein Markenzeichen der deutschen Armee. Erkennen Langerhans und Friedmann allerdings die neue Schule der proletarischen Avantgarde, wenn auch in verkehrter Form. Ja, das war zu viel. Interessanterweise aber hat dieser Gedankengang eine literarische Karriere gehabt. Sie ist nämlich, weil das sozusagen indirekt aus Briefen von Korsch zu entnehmen ist, ist sie in den Mund oder in den Kopf von Alexander Kluge gelangt, der also dem Korsch eine materialistische Theorie des Blitzkrieges unterstellt. Und dann Heiner Müller hat es dann in seinen zahlreichen Interviews dann immer sehr genüsslich ausgebreitet, indem er sagte, naja gut, schaut es euch an, Blitzkrieg ist die Revolution des deutschen Proletariats, das weiß ich von Korsch. Das ist so eine interessante Fehllektüre. Es geht auf dieses eigenartige Papier zurück. Das natürlich fasziniert, keine Frage, dem man aber auch nicht zustimmen kann, auch keine Frage. Es ist denn aber auch ein ehemaliger Soldat, der sich über 46 Jahre nach seiner Begegnung mit Langerhans an ihn erinnern kann. Es ist das eigenartigste Zeugnis über Langerhans Wirken, denn es stammt vom späteren US-Präsidenten George H.W. Bush. Er erinnert sich auf einer Wahlkampfveranstaltung im Oktober 1988 in Alexandria, Louisiana, an seine Studienzeit an der Phillips Academy in Andover, Massachusetts. Sozusagen eine Vorbereitungsschule für das spätere College, wo die amerikanische Elite draufgegangen ist, zwischen Highschool und College. Und da war der Bush und da hatte Langerhans einen Lehrauftrag. Und dann sagt der Bush, and one day at assembly, a refugee named Heinz Langerhans told in a thick accent about life in a Nazi concentration camp. Und genau dieses Zitat aus den Erzählungen über seine Jugend schnappt die Lokalpresse auf und druckt es. Ja. Höchst bizarr gefunden, dank einer Google-Zeitungssuche, die es gibt. die sich nur auf amerikanische Lokalzeitungen bezieht. Also extrem verrückt. Jetzt ist natürlich die Bürde, die ich hier aufgetürmt habe, recht groß. Also wir haben also jetzt sehr viel pro Langerhans gehört, von diesem Freiherichs, von Friedmann, auch von Adorno, Brecht, aber auch schon so dieses, wohin führt das, wie überhitzt ist das? Es gibt auch, auch Korsch, der sich sehr um ihn bemüht hat, auch im Exil, war da auch immer ganz verzweifelt und hat gehofft, dass er sozusagen abkühlt, zur Besinnung kommt und seine Gedanken in einer etwas nüchternen, stringenteren Form aufschreiben kann. Langerhans hatte schwere, wahrscheinlich auch aufgrund des Traumas der langen Haft und der erlittenen Qualen, hatte ein schon damals ausgewachsenes Alkoholproblem, was ihn, glaube ich, oder was überhaupt Leute vom konzentrierten Arbeiten abhält. Und es sieht auch so aus, also ich habe mich in dem Buch selber Spekulationen weitgehend enthalten, aber es sieht sehr danach aus, dass auch so diese Hafterfahrungen sein oder das, was wir wahrscheinlich alle haben, so ein oder die meisten von uns so ein gewisses Vertrauen, Urvertrauen in eine Tragfähigkeit zwischenmenschlicher Beziehung, dass das zerstört worden ist. Er tat sich also sehr schwer damit, dauerhafte, auch sozusagen produktive soziale Beziehungen aufrechtzuerhalten. War dann im Grunde genommen, obwohl alle sagen, die ihn kennen, mit denen ich gesprochen habe, dass es ein äußerst geselliger Mensch gewesen sein muss, aber es ist letztendlich doch in Einsamkeit, hat in Einsamkeit sein Leben verbracht und ist auch einsam gestorben. Ja, was ist es denn nun oder was ist nun der Punkt?
also diese, das kann es nicht sein und das ist auch, steht auch nicht in dem Buch, diese Blitzkrieg-Theorie, die auch, wenn man sich das Gesamtwerk von ihm anschaut, und das heißt natürlich, das ist nicht veröffentlicht, den gesamten Nachlass darin auch nur einen kleinen Teil annimmt. Da geht es also hauptsächlich dann doch um andere Sachen. Also was ist es denn nun, was macht es ihn denn nun aus? Und es gibt auch einen sozusagen als Einleitung, einen Text, wo ich die zentrale These vorstelle. Die werde ich vorlesen und dann werde ich auch schon auf die Zielgeraden einbiegen. Wir haben also einige Stationen seiner Biografie oder einer Biografie im Zeitalter der Extreme kennengelernt. Ne? Also kommunistischer Jugendfunktionär, dann aber schon Dissident. Er hatte beste Voraussetzungen. Er war ja zweimal am Institut für Sozialforschung, einmal als Assistent in den Ende der 20er Jahre. Dann hatte er bei dem ersten, das kein Mensch kennt, ist abgebrochen worden, an dem ersten Antisemitismusprojekt des Instituts für Sozialforschung 1941 und die folgenden Jahre mitgearbeitet, das von einer New Yorker Arbeitsgruppe geleitet wurde. Da war auch der Gurland, der hatte sich auch nach New York gerettet. Da war der Neumann, Heinz L. Neumann, und sozusagen Adorno ist dann von Horkheimer rübergeschickt worden. Es sollte nicht zu marxistisch zugehen. Horkheimer war da schon sehr antimarxistisch, zumindest in einem politischen Sinne eingestellt. Und die New Yorker Vertreter des Instituts, die galten alle so als Marxisten. Und da sollte Adorno ein bisschen aufpassen. Es gab aber andere Gründe, warum das eingestellt worden ist, dieses erste Antisemitismusprojekt. Er war im Widerstand das ganze Jahr über 1933 mit den Resten der SPD Charlottenburg. Dann konnte er erst freigekommen 1939 durch die Willkür der sogenannten Führeramnestie. Es fiel auch schon, Brecht sagte, die Gedichte sind schön. Er schreibt Gedichte. Er hat sie immer als sein eigentliches Hauptwerk angesehen. Sie sind auch druckreif, es sind also von ihm bis zur Druckreife gebracht worden. Schließlich wieder nach Deutschland, das hatten wir ganz am Anfang, mit Amerika kam er nicht zurecht, wollte nicht zurechtkommen, es gab diese große Sehnsucht nach Europa, selbst nach Deutschland. Er ging zurück in dem ihm liebsten Teil Deutschlands, der nämlich gar nicht zu Deutschland gehörte damals, ins Saarland. Und er hatte die Hoffnung, dass das Saarland sozusagen ein international verwalteter Brückenkopf eines neuen Europas wird. Also sympathisierte auch, es gibt diese Bestrebungen, dass Saarland weitgehend autonom, aber unter französischer Verwaltung bleibt. Es führte zu einer tiefergehenden Spaltung auch der saarländischen Gesellschaft. Ungefähr ein Drittel der Saarländer, glaube ich, haben mit diesem Konzept sympathisiert. Er hat sich für Buddhismus interessiert, all sowas. 68er-Bewegung hat ihn angefixt. Also eine Biografie im Zeitalter der Extreme. Er selbst hat aber immer mal wieder gesagt, es gibt also auch wenige andere Interviews und autobiografische Nachfragen, wer dabei gewesen ist, weiß eigentlich am wenigsten Bescheid. So eine seiner Standardantworten auf interessierte Nachfragen. Als man ihn vor allen Dingen zu Korsch fragte, Brecht oder auch Ruth Fischer, die noch gar nicht aufgetaucht ist. Also jener, hier gab es auch eine schöne Veranstaltung, ist in der Mediathek nachzuhören, Mario Kessler, ne? Der hat eine große Ruth Fischer-Biografie verfasst. Das ist der Flügel von ihrem Bruder Hans Eisler. Es ist diese berühmte Familie Hans Eisler, Gerhard Eisler, Chefpropagandist der SED, Ruth Fischer, die ihre Brüder in Amerika denunziert hat und so auch dann die Ausreise der beiden anderen forciert hat. Eine also sehr ambivalente Figur, und Langerhans hat sie auf die ein oder andere Art sehr geliebt und war also als junger Mann ihr persönlicher Assistent und hat später ihr sehr dabei geholfen, das interessante Buch zu schreiben, Stalin
und der deutsche Kommunismus, der Übergang zur Konterrevolution. Das ist also Ruth Fischers KPD-Geschichte, die sie dann als Dissidentin dann im amerikanischen Exil schreibt, ja, schon verbandelt zu dem Zeitpunkt mit dem FBI, dem sie ja dann so zuliefert, also so Denunziationsarbeit macht. Und Langerhans hat ihr bei dem einen wie bei dem anderen geholfen, also bei dem Buch, das er lektoriert hat. Steht drin, er hätte es übersetzt, hat er nicht, er hat es lektoriert. Und dann aber auch tatsächlich bei dieser Denunziationsarbeit. Ist ein bisschen wild vielleicht, wenn ich gerade so rumflippere, aber das ist einer der entscheidenden Punkte, warum auch seine Biografie auch in den Exilkreisen so abgebrochen ist, ja, so auch zerbrochen ist, weil diese Denunziationsarbeit, auch wenn sie sich wirklich gegen üble Stalinisten, aber eben nicht nur gerichtet hat, hat einen absoluten Grundkonsens der Emigration verletzt, nämlich nicht eine Politik, also der Denunziation und der Ausgrenzung und so weiter zu reproduzieren, wie man sie ja halt aus dem Land kannte oder aus dem Kontinent kannte, aus dem man geflohen ist. Das heißt also, dass auch Leute, wie zum Beispiel Adorno, der überhaupt nichts mit der KPD zu tun hatte, gar nichts, und dass die dann auch mit ihm gebrochen haben, also auch menschlich mit ihm gebrochen haben. Auch andere, also auch Gurland, der als sozialdemokratischer Marxist die KPD inbrünstig, ich will nicht sagen gehasst, aber wirklich verachtet hat. Geht nicht, macht man nicht. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, warum man sagt, ja, wieso ist eigentlich der Langerhans vergessen? Das war sicherlich eine Sache. Du hast dich damals mit dem FBI gemein gemacht. Und er hat sich davon, das war nur eine ganz kurze Phase, ein, zwei Jahre, aber wo er diese Wühlarbeit der Ruth Fischer unterstützt hat. Aber das hat zum Beispiel gereicht, um sich, ich sag mal, unmöglich zu machen. Leute wie Abendroth oder so haben ihm ja verziehen. Er war allerdings auch nicht im amerikanischen Exil. Und es gibt einen Brief, da steht, schreibt Abendroth auch in einem Satz, ach ja, und übrigens Adorno ist ja auch nicht mehr böse und so. Aber 20 Jahre später. Zwischen diesen drei Namen, Korsch, Brecht, Fischer, besteht eine Linie. Sie reflektieren höchst unterschiedlich, diese Namen, diese Figuren, die Möglichkeit und Unmöglichkeit kommunistischer Politik angesichts einer Parteistrategie, die in die Alleinherrschaft Stalins mündet. Eine Alleinherrschaft, die auf die Vernichtung nicht nur der Altbolschewisten, sondern der kommunistischen Weltbewegung überhaupt hinausläuft. Sie geben unterschiedliche Antworten. Fischer, hatten wir gerade, ne, ist ab 1944 bereit, mit dem FBI zu kollaborieren, um die stalinistische Durchdringung des deutschsprachigen Exilmilieus aufzudecken. Brecht verhält sich abwartend, taktierend, listig, subversiv, will nicht zuletzt angesichts des Faschismus und des entfesselten Weltkriegs dem Regime Stalins doch noch einen vernünftigen Sinn abgewinnen. Korsch schlägt als Theoretiker abgeschnitten von aller Praxis einen skeptisch-anarchistischen Weg ein. Langerhans bewegt sich zwischen diesen Polen. Sie erzeugen das Kraftzentrum seines Denkens, selbst da noch, wo er sich in den 60er Jahren in die Abstraktionen der Spieltheorie flüchtet oder eben nicht flüchtet, denn er versteht sie ja als Theorie des gesellschaftlichen Konflikts. Die engsten Kontakte hält er bis in die Nachkriegsjahre zu Korsch. Ihm widmet er einen seiner wenigen bekannten Texte, das also immer wieder veröffentlicht wurde, das 1943 geschriebene Prosagedicht »Der Lehrer«, das ist also Korsch. Und darin fragt er, warum wendest du deinen Blick so weit nach rückwärts? Fragte ich den Lehrer, als ich bemerkte, dass er in alten Büchern blätterte. Die uralte Herrschaft sei noch älter, als wir bisher angenommen hatten, sagte er. Es ist also schwerer, sie abzuschütteln, nicht leichter. Also Korsch geht den Weg in die Theorie, ne, ins Grundsätzliche. Er arbeitet sich immer tiefer in die Materialien ein, auch in die apokryphen Schriften von Marx. Das ist nicht Langerhans Sache. Mit diesen Zeilen hält er eine für ihn entscheidende Konstellation fest. Der hier Angesprochene ist der wohl wichtigste unabhängige marxistische Intellektuelle in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Korsch
wurde 1926 aus der KPD wegen Linksabweichung ausgeschlossen. Langer Hans schließt sich seiner kleinen Fraktion an und arbeitet in der Folgezeit an einer antiautoritären, antistalinistischen Lesart kommunistischer Theorie mit. Er war bis 1933 an allen Theoriediskussionen der Korsch-Gruppe beteiligt. Leitlinie ihrer Diskussion ist die Analyse der Konterrevolution, die auf den revolutionären Zyklus der Arbeiteraufstände von 17 bis 21 folgt. Er kommt aufgrund von Haft und Flucht erst 1941 dazu, die Bilanz dieser Diskussion zu ziehen, in diesem schon erwähnten Manuskript How to Overcome Totalitarianism. Das ist der historische Moment, in dem die Szene, die er im Prosagedicht über Korsch festhält, ihre Schlüsselstellung gewinnt. Mit Korsch teilt Langer Hans den grundlegenden Gedanken, dass die Konterrevolution, die von 1919, Ermordung Luxemburgs und Liebknechts, bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs führt, politisch tiefer reicht und gesellschaftlich konstitutiver ist, als es die marxistischen Theoretiker dieser Jahre wahrhaben wollten. Die Konterrevolution ist nicht einfach nur eine Reaktion, ein blutiger Rückschlag, durch den hindurch sich die kommunistische Bewegung, kristallisiert in ihrer Partei, im Kern unbeschadet erhält, sondern eine neue Formation des Kapitalismus. Wesentlich für die Herausbildung dieser Formation ist die Involution, also die Verkehrung auf eigenen Grundlagen, auf eigener Grundlage der russischen Revolution, die schließlich zum Motor dieser Konterrevolution geworden ist. Obwohl sich Langer Hans noch prinzipiell als Marxist versteht, spricht er schon von Totalitarismus. Wir kennen das als antikommunistischen Kampfbegriff, aber Langer Hans formuliert ihn aus Sicht der Arbeiter und Versklavten. Totalitarismus ist die Herrschaft des Kapitals über die Arbeit, die so umfassend ist, dass sie auch die Organisation der Arbeiterklasse, ihre überlieferte Sprache, ihre Kultur, ihre politische Strategie umfasst. Aber während aus der Sicht Langer Hans bei Korsch das Blättern in alten Büchern das Gewahrwerden der Tiefe der Konterrevolution zur Skepsis führt, wagt Langer Hans gegen Korsch den Tigersprung. Die triumphierende Konterrevolution ist für ihn nicht das Stadium gesellschaftlicher Entwicklung, das sich vom Kommunismus am weitesten entfernt befindet, sondern schon der Umschlagpunkt, das an sich der künftigen Umwälzung, die Integration aller gesellschaftlichen Kräfte in einer Maschinerie der Produktion und Produktivität, nimmt dem kommunistischen Ideal, kommt dem kommunistischen Ideal einer Gesellschaft, an der alle im gleichen Maße partizipieren, nahe. Das Gelingen der Integration unter kapitalistischen Voraussetzungen kann zunehmend nur durch Terror und Krieg als dessen gesteigerte Form gewährleistet werden. Sie, die Faschisten wie die Bolschewisten, Zitat Langer Hans, müssen immer mehr Zwang anwenden, weil in den materialen Leistungsfeldern der Arbeit die Arbeiter immer mehr unabhängig werden. Also materiale Leistungsfelder ist so ein abstrakter Ausdruck für die unterschiedlichen Felder, für die unterschiedlichen Gebiete, auf denen die Menschen arbeiten. Es ist aber nicht nur eine Branche oder nicht nur eine Tätigkeit, sondern er definiert das viel größer als ein materiales Leistungsfeld. Dazu gehört auch die gesamte Ausbildung zum Beispiel. Dazu gehört aber auch der gesamte moderne Sport. Dazu gehört das gesamte moderne Freizeitverhalten. Das alles von Arbeit in einem abstrakten Sinne determiniert ist. Weiter Langer Hans. Zur Zeit des Zunftzwangs war die Abhängigkeit in allen Produktionsfragen größer, als sie es im totalitären Zwangssystem ist. Eben deshalb greifen die Kontrolleure der Arbeit heute zu drastischeren Zwangsmitteln. Terror und Krieg fressen auf Dauer die Legitimation der Konterrevolution auf. Aus dem Widerstand gegen sie ergibt sich der Übergang zum Kommunismus. Also so ganz gedrängt der Gedankengang Langer Hans. Also die Produktivkraft Arbeit muss immer weiter entwickelt werden, damit ein Kapital, auf gesellschaftlicher Ebene, damit eine Nation sich imperialistisch bewähren kann. Es muss eine maximale Anspannung der Produktivkräfte stattfinden. Und das, die zentrale Produktivkraft sind die Arbeiterinnen und Arbeiter. Das impliziert aber ihre relativ gesehen immer weiter voranschreitende Ausbildung. Und nicht nur ihre Ausbildung, sondern wie gesagt, dass man eigentlich nicht mehr von Branchen sprechen kann, nicht mehr von Arbeitstätigkeit, sondern von materialen Leistungsfeldern, also auch von Sport, von Freizeit. Überhaupt das gesamte Denken
ein ganzes funktionales Denken und so weiter und so fort, das Einzug hält, das also sich nicht mehr mit irgendwelchen metaphysischen Fragen, mit transzendentalen Fragen, also mit den Möglichkeiten von Bedingungen und so weiter auseinandersetzt, sondern ganz pragmatisch immer auf den nächsten Zug setzt. Er hat dann, als er sich mit der Spieltheorie beschäftigt hat, ja auch dann triumphierend geschrieben an einer Stelle, ja, der Gedanke, der entscheidende Gedanke ist, es kommt nicht darauf an, bei einem Spiel, bei einem Schachspiel, was ist das Wesen des Turms, was ist das Wesen des Springers, sondern was ist der nächste Zug. Das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite kann die Stabilität dieser Höherentwicklung der Produktivkräfte nur durch Terror garantiert werden, zunehmend nur durch Terror. Also es findet ein Zusammenbruch gesellschaftlicher Hierarchien statt. Er erwähnt hier den Zunftzwang, er macht es aber noch viel detaillierter, das ist ja ein feudales Beispiel. Ne? Es findet ein Zusammenbruch der Hierarchien statt und das macht es nötig, dass neue Hierarchien gebildet werden. Das ist der Konnex zu dieser ersten Antisemitismusstudie. Die Frage also ist, inwiefern als eine Art neue Hierarchisierung der Gesellschaft der Antisemitismus eingezogen wird und benötigt wird. Da hat er ein ganz faszinierendes, interessantes Papier auch zugeschrieben, das aber auch ein Kipppunkt ins Wahnsinnige hat. Darüber hat sich in seiner Kritik, in seiner Besprechung Gerhard Hannloser im Freitag gewundert. Er sagt, bei langer Hand sagt, Antisemitismus in Deutschland ist erledigt. Und er schreibt das 1941, zu einem Zeitpunkt, also gerade, natürlich könnte man das jetzt vielleicht irgendwie retten und sich fragen, inwiefern also diese Vernichtung überhaupt noch mit traditionellem Antisemitismus zu begreifen und zu fassen ist, ist eine andere Diskussion. Aber so könnte man das retten, aber natürlich gibt es wieder bei ihm diesen eigenartigen Optimismus, ne? Wo er sagt, okay, sie haben eigentlich nur noch den Antisemitismus. Super. Und er wird sich auch als fadenscheinig erweisen. So war es nicht. Und das dürfte wahrscheinlich ein anderer Grund sein, warum seine Produktivität oder auch seine Anstrengungen, seine Thesen zu operationalisieren, so in Stocken geraten sind, weil ja wesentliche Annahmen, also zum Beispiel, dass Antisemitismus sich in Deutschland 1941 erledigt hätte, selbstverständlich oder, wie wir ja wissen, so nicht eingetroffen sind. Das aber in Nutsche der Gedankengang Langerhans. Er stellt sich die Aufgabe, den Schrecken des Totalitarismus ganz zu durchmessen, um in ihm die Elemente des Umschlags zu antizipieren. Und so auf dieser abstrakten Ebene, also ich denke, dass ich nicht mit Kritik spare, weil ganz viele Sachen natürlich, wir hatten gerade den Blitzkrieg, wir hatten die Antisemitismus-These, dass viele Sachen so nicht eingetreten sind. Natürlich versteht er hat sich ja nicht als Theoretiker verstanden, sondern als Aktivist, der im Grunde genommen Handreichungen für andere Aktivisten geschrieben hat. In dem Sinne kann man natürlich sagen, okay, es war nie gedacht, dass da in irgendwie leinengebundene, edle Bände oder so draus entstehen, die man dann mal 20, 30 Jahre später sich zu Genüge führt, sondern es ist schon dieser Bezug immer auf das Jetzt, wovon er auch Adorno sprach. Ne? Also wir haben jetzt eine These, wir wenden sie jetzt an, wir wollen jetzt was verändern, wir finden jetzt die Bruchstellen. Und ich denke, dass natürlich irgendwann der Punkt auch kommt, rein auf einer theoretisch oder auf einer ja, denkerisch immanenten Ebene, wo es so nicht mehr funktioniert, wo man dann halt tatsächlich noch einen ganz anderen Horizont aufspannen muss. Und bei ihm war es dann halt eher in der Nachkriegszeit so eine Art Flucht ins Formale. Wie ich sagte, also er lehnt dann oder geht von der Dialektik weg und sagt, wir müssen uns Spieltheorie anschauen. Er hat sich sehr für Buddhismus, davor auch für Maoismus interessiert, sehr für die Dekolonisierungsbewegung, Entkolonisierungsbewegung. Da hat er sehr, sehr große Hoffnungen drauf gelegt. Aber er hat nie wieder so diese, sage ich mal, großen Brote, eher dann die kleineren Brötchen gebacken, wie halt am Ende dieses Diskussionsprozesses, der für mich so 41, 42 an sein Ende kommt. Ja, im Grunde genommen ist auch diese antistalinistische Wühlarbeit
eigentlich aus diesem Aktivismus zu verstehen, weil die These ist, ganz einfach, der Faschismus ist besiegt, das sieht man, 44, Hitler ist Geschichte, wird bald Geschichte sein, aber es gibt einen für die Arbeiterbewegung dann viel schlimmeren Gegner und das ist die Herrschaft Stalins in Europa. Und wir müssen also hier an Ort und Stelle anfangen, jeden stalinistischen Einfluss auf die Intellektuellen und dann auf die Arbeiterbewegung zu denunzieren. Also im Grunde genommen auch ein aktivistischer Gedanke mit dem bedenklichen Umkipp, dass sie dann eine Zeit lang halt dem FBI zugearbeitet haben. Was ihn dann übrigens nicht vor Denunziation, ihn selber nicht vor Denunziation gerettet hat, weil er ja Jugendfunktionär war. Er war ja aktenkundig als KPD-Mitglied. Das heißt, seine Naturalisierung ist ihm versagt geblieben, wäre vielleicht gerne Amerikaner geworden, auch um besser zu arbeiten zu können. Er bekam Einreiseverbot nach Kanada, war sogar eine Zeit lang in Abschiebehaft, musste mehrfach vor einem dieser Komitees für unamerikanische Aktivitäten aussagen und so weiter, was ihn sehr, sehr zermürbt hat. Und Ruth Fischer mit ihren Geheimdienstkontakten hat ihn dann immer rausgepaukt. Also es ist ihm auf die Füße gefallen, wenn man so will. Und das nenne ich, diesen Schrecken zu durchmessen und die Elemente des Umschlags zu antizipieren, was ich als sozusagen generellen Leitsatz für das ganze Buch genommen habe. Das ist das, was ich die totalitäre Erfahrung nenne. Die Verarbeitung nämlich von etwas, das Verarbeitung, also Reflexion, Einordnung, intellektuelle Distanz, auslöschen will. Gleichzeitig aber Werkzeuge schafft, die Verarbeitung des Terrors auf einer, wenn man so will, höheren Ebene ermöglicht, auf der Ebene proletarischer Gegenwehr. Der totale Krieg als einzig noch verbliebene Form der Kriegsführung, das schließt den Guerillakrieg mit ein. Also der Guerillakrieg ist eine Form des totalen Kriegs, setzt die totale Entfesselung der Produktivkräfte voraus. Und Langerhans geht so weit zu sagen, es ist mit ihr identisch. Die Zellen der Produktivkräfte sind aber die Arbeiterinnen und Arbeiter. Unter den Erfordernissen, die Produktivkräfte auf ein großes Ziel hin anzuspannen, können sie nicht länger die Idioten des Produktionsprozesses sein, Anhängsel der Maschine, sondern werden zu neuen Meistern der Maschine und damit im Besitz eines umfassenden Produktionswissens potenzielle Saboteure. Man muss die Thesen Langerhans Thesen als für ihn letztmaligen Versuch lesen, unter äußerster Anstrengung des Begriffs und Strapazierung marxistischer Kategorien. Klasse an sich, Klasse für sich, wir kennen sie, ja, gesellschaftliche Arbeitsteilung, Produktivkraftentwicklung, Kapitalfetisch, Atomisierung gesellschaftlicher Beziehungen auf der Zirkulationsebene, Umschlag von formeller in reeller Subsumption. Die extremen scheinbar auseinanderklaffenden, sich rasend schnell widersprechenden Erfahrungen seiner Epoche zu einem einheitlichen Ausdruck zu synthetisieren. Langerhans selbst hat sich Zeit seines politischen Lebens als Aktivist verstanden. Hatten wir schon, ja. Sein Denken ist immer auf Anschauliches bezogen. Da kommt sein Architekturstudium zu tragen. Die Analyse dient dazu, neue Möglichkeiten der Intervention zu erschließen. Er hat diese Denkpraxis über 20 Jahre nach Abschluss seines Antitotalitarismus-Manuskriptes in bestimmten Formen des Buddhismus, des südostasiatischen Theravada-Buddhismus, wiederentdeckt. Ein Denken hingegen, das sich aus der Praxis heraushält, sei es melancholisch, sei es optimistisch als Urvertrauen in die Spontaneität und Kreativität der Massen, also Rosa Luxemburg, das war ihm fremd. In dieser Hinsicht ist er durch die Schule Lenins gegangen, dem er auch immer eine eigenartige Sympathie entgegengebracht hat, der eine rücksichtslose Politisierung des Marxismus betrieb und ihn auf den Kern einer Revolutionslehre reduzierte. Die Gültigkeit der Kategorien ist ihre Tauglichkeit in der Praxis und die Praxis ist der Aktionszusammenhang der Arbeiterbewegung. Analog dazu lässt sich Langerhans Denken als Konterrevolutionslehre verstehen. Aus ihr ist der neue Aktionszusammenhang als ein strikt negativer zu folgern. Daher auch diese Sympathien für alles Antipolitische im Anarchismus. Deshalb will seine theoretische Verdichtung keine unmittelbare Praxis stiften, ist aber als gedankliches Probehandeln zu verstehen.
Seine aphoristisch geschliffenen Sätze, die bisweilen ins technisch Nüchterne kippen, lesen sich wie Anweisungen zu Aktionen. Ja, also zum Beispiel habe ich mal eine Stelle aus einem Papier, das er noch vor diesem Totalitarismus-Manuskript geschrieben hat. Da schreibt er zum Beispiel, ein Stoßtrupp ist zum Beispiel immer mit materiellem Werkzeug ausgerüstet. Seine Männer sind immer ausgebildet. Das materielle Instrumentarium, zum Beispiel ein Flugzeug, ein Sender, und jetzt kommt's, ist das alleinige Organisationsprinzip der antifaschistischen Arbeit. Also keine Partei, keine Gewerkschaft, sondern es ist sozusagen die Produktivkraft organisiert sich selbst. Die Technologie gibt schon den Aktionsradius vor. Durch die gegenständlichen Bedingungen des Arbeitsgangs ist Art, Umfang, Gliederung eines jeden Stoßtrupps festgelegt. Und dann sagt er, sie werden gezwungen sein, führerlos zu handeln. Sie werden die Generalstabsfunktion weitgehend der eigenen Arbeit einbeziehen müssen. Und sollten sie in einer bestimmten Phase ihres Kampfes einen speziellen Generalstab aussondern, so wird es ein Anti-Generalstab sein. Er wird selbst Stoßtrupp-Charakter tragen. Also es ist diese harte apodiktische Sprache, kurze Sätze, feststellende Sätze. Er schreibt auch, es stimmt übrigens tatsächlich, er schreibt grundsätzlich nicht im Konjunktiv. Natürlich schwingt da so der Sound der 20er, 30er Jahre mit Brecht. Übrigens auch Ernst Jünger, den man natürlich so ein bisschen so unter dem Tisch immer so gelesen hat, der aber auch fasziniert hat mit seinem Buch Der Arbeiter, der damals auch in diesen Kreisen auftauchte und dann irgendwie mit Brecht. Es gab irgendeine Kneipe am Alexanderplatz, da haben die auch zusammen getrunken. Vor 33, selbstverständlich, ja. So, das fasziniert, es stößt natürlich auch ab und es hinterlässt einen auch immer so ein bisschen ratlos. Ne? Es war sogar so, dass zum Beispiel dieses Papier, aus dem ich zitiert habe, ich meine, doch irgendwie so rührig und auch so, wie soll ich sagen, honorig oder so interessiert war man, dass das tatsächlich versucht wurde für so einen rätekommunistisch-proletarischen Arbeitskreis von Korsch und Paul Mattig zu operationalisieren. Also die hatten in New York und Chicago so Gruppen, die waren auch gar nicht so klein. Objektiv natürlich winzig, aber nicht so heute, es steht irgendwo Gruppe und es ist eine Person, es sind zwei Leute, es waren ein paar Leute mehr. Und dann hat man dann irgendwie dran rumgedoktert und wie kann man das irgendwie entfalten. Und übrigens auch der Friedmann hat solche Gedanken dann begeistert aufgenommen und dann auch eine ganze Reihe noch, auch in Amerika, auch wenn er sagt, er hätte da nichts mehr gemacht, aber es stimmt so nicht. Das versucht so zu entfalten und so anzuwenden. Und wie geht das mit der Motorisierung der Armee zusammen und bedeutet die Motorisierung auch eigentlich auch schon ihre Proletarisierung? Und was sind dann die Möglichkeiten, dass die Leute dann ihre Gewehre umdrehen und so? Man hat also wirklich, man war bemüht, man war interessiert, man wollte das entfalten, wollte das versuchen anzuwenden. Und was wir natürlich heute vor uns haben, sind tatsächlich diese knappen, harten Sätze. Und vielleicht, wenn irgendwann mal Nachlässe veröffentlicht werden, dann auch Briefe, zum Beispiel von Leo Friedmann, wo so darum gerungen wird, das zu entfalten, also das praktisch zu machen. Ne? Hört sich ja erstmal toll an, das materielle Instrumentarium ist das alleinige Organisationsprinzip der antifaschistischen Arbeit. Es ist unglaublich, ich finde es sehr suggestiv, es fasziniert mich spontan. Aber gleichzeitig fragt man sich, wenn man etwas länger drüber nachdenkt, okay, was ist es denn da? Was bedeutet das denn? Ja, was unterscheidet das von so einer platten Technikphilosophie, die es ja nun auch gibt? Und so einem platten Technikmaterialismus, ne, der dann auch zum Beispiel dann auf ganz anderem Gebiet mit einer gewissen provokatorischen Lust eingeführt wurde, nämlich zum Beispiel auf dem Gebiet der Germanistik, da kennt man vielleicht einen, der wird vielleicht irgendwann mal wieder entdeckt, ein Denker namens Friedrich Kittler, der auch sozusagen sagte, ja, man muss vom Technischen, man geht immer vom Technischen aus. Und wenn man das Technische begriffen hat, wie haben die Leute geschrieben, Schreibmaschine und so, dann weiß man auch, was sie geschrieben haben. Ne? Und das ist faszinierend, das ist suggestiv.
Es ist aber letztendlich auch wahnsinnig platt und es gewinnt seinen Drive, weil er natürlich die gesamte Germanistik seiner Zeit so herausgefordert hat. Aber ob da wirklich mehr hintersteckt als relativ einfache Sätze, so. Dann möchte ich zum Abschluss, vielleicht bleibt es doch heute die große Leerstelle, das mit den Gedichten, ich möchte aber zum Abschluss nochmal den Friedmann zu Wort kommen lassen. Was haben wir denn hier? Der auch nochmal so ein bisschen Zeitkolorit reinbringt. Und am Ende gibt es auch nochmal ein Resümee. Und das Interessante ist nun, das sagt der Friedmann 1982. Und ich weiß anhand der überlieferten Briefe, dass wir hatten das, diese Schwäche, soziale Kontakte aufrechtzuerhalten, dass das auch abgebrochen ist. Also in dem Moment, wo der Langerhans zurückgeht nach Deutschland, gibt es eigentlich auch keinen Kontakt mehr. Und Friedmann, der wenig Geld hatte, ich glaube aber, der hat eine Europareise mit seiner Frau gemacht. Und der Punkt ist, Leo Friedmann, das ist ein jüdischer Name. Interessanterweise wäre er tatsächlich gerne nach Deutschland zurückgekommen, nach 1946, hätte sich gerne hier eingebracht. Er hat auch, das wird auch in diesen Interviews deutlich, eine gewisse Anhänglichkeit, eine sehr, sehr große Sympathie für das deutsche Geistesleben, weil für ihn das die Befreiung war. Er kommt aus dem jüdischen Subproletariat Königsbergs, aus einer sehr armen Familie, sehr orthodox. Und für ihn war natürlich die Entdeckung von Goethe, also damals noch Goethe und dann noch später Brecht, und aber nicht nur. Das war irgendwie so das große Leuchtfeuer, an dem er sich aufgerichtet hat. Und er hat so in dem Sinne immer eine gewisse Sympathie Deutschland entgegengebracht. Anders als seine Frau, die auch wie er aus einer jüdischen Familie kommt und die einzige Überlebende ihrer Familie ist, die es knapp geschafft hat und die nicht mehr zurück wollte und die auch kein Deutsch sprechen wollte mehr. Und deswegen, ich habe mit dem Sohn gesprochen, Michael Friedmann, der Professor für die Theorie der Gehörbildung an der Yale University wurde, also eine gewisse Karriere, Laufbahn gemacht hat. Und so, wir haben so ein bisschen, er ist ein sehr freundlicher Mensch, und wir haben so ein bisschen rumgescherzt und so, und er meinte, und er spricht, er liest ein bisschen Deutsch, aber nein, man hat also auch zu Hause nicht Deutsch gesprochen. Maximal, das kennt man vielleicht aus Migrantenfamilien, wenn die Eltern was besprechen wollten, was das Kind nicht mithören soll, dann haben die sich auf Deutsch unterhalten. Ja. So, das heißt, ich weiß gar nicht so genau, ob dann tatsächlich Friedmann mit seiner Frau überhaupt eine Deutschlandreise gemacht hat. Ich meine ja, und ich meine, dass es dann auch zu einer Wiederbegegnung kam. Der Bogen ist der, obwohl also der persönliche Kontakt abgebrochen war, obwohl da mehrere Jahrzehnte dazwischen liegen und wie mir, es wird an anderen Stellen deutlich, Langerhans auch nicht irgendwas vom Skript vorliest. Es muss also irgendwie einen gewissen Eindruck hinterlassen haben, dass man sich dann so an jemanden erinnert. Gut, diese Interviews sind insgesamt sehr lange, es sind mehrere Stunden, spielen dann auch andere Leute eine große Rolle, dieser besagte Gurland auch. Es ist also das ist natürlich jetzt grob verzerrt, dass wir nur diese Langerhans-Schnipsel hören. Aber ich möchte ihm mit zwei O-Tönen den Schlussakkord überlassen. Es war durch Langerhans, dass ich in eine zum ersten Mal dem Bertolt Brecht begegnete und einen starken Eindruck von ihm hatte. Das war, wir hatten einen Freund in Newark, der immer Partys gab. Zu den Partys gingen wir. Gewöhnlich am Samstagabend übernachteten dort und gingen am Sonntag nach Hause. Da wurde viel getrunken. Langerhans war immer besoffen. Immer besoffen. Und
so war es auch an einem Samstag, in einer Samstagnacht, als ich dann ganz Langerhans blieb dort, Gorsch blieb dort. Aber ich hatte mit der Gede irgendwas verabredet, was weiß ich. Ich ging nach New York zurück. Und der Langerhans hatte gesagt, und die Zeit musst du da und da sein, da haben wir eine Verabredung mit Brecht. Na, also brauchte mir nicht zweimal zu sagen. Ich, schwer übernächtigt als ich war, begab mich also in der frühen, am frühen Morgen in 1557, also im teuersten Gegend von New York. Ich wollte mich dort treffen, aber ich stand vor dem Haus, aber kein Langerhans und kein Korsch. Aber plötzlich kam ein Mann herunter, der sah, ich dachte, für ein Nachtportier in solch einem Zitter, das ist zu verlumpt. Und er war unrasiert, undreckig und verlumpt. Also sowas kann man sich gar nicht. Für diese, ich kam überhaupt nicht auf die Idee, dass das Bert Brecht sein könnte. Ich kam tatsächlich nicht auf die Idee. So ein kleiner Mann, nicht? Und da der kam er zu mir und sagte, sind Sie der Leo Friedmann? Ich sagte, ja. Also wenn mal der Korsch und der Langerhans haben mich da angerufen und haben gesagt, Sie stehen unten, ich soll Sie... Bitte kommen Sie zu mir auf, dann können Sie dann auf alle warten. Damit beförderte mich Bert Brecht in seine Wohnung, der mit seiner bekannten dänischen Freundin da zusammen wohnte. Das war aber wohlgemerkt schon nach dem Kriege. Das war schon nach dem Krieg. Ich weiß nicht, ob der japanische Krieg schon beendet, aber ich glaube ja, auch der war schon beendet. Das war nach dem Kriege. Und dort, als ich dort in das Zimmer kam, das Erste, was ich sah auf dem Tisch liegen, war das berühmte Heft mit den Gedichten vom Langerhans. Die ich persönlich habe Langerhans immer für einen Poeten gehalten. Primär für einen Mann, der Gedichte schreiben konnte. Und zwar großartige Gedichte. Überwältigende Gedichte. Von diesen Gedichten waren da so 20 in einem Heft vereinigt. Nicht? Das Heft hatte ich schon mehrfach in der Hand gehabt. Leider nie kopiert. Und so lag es da jetzt bei Brecht. Dasselbe Heft, nicht etwa eine Kopie, sondern dasselbe originale Heft. Sagt dort bei Brecht. Und ja, ach, Sie haben Langerhans Gedichte gelesen. Was denken Sie denn darüber? Und ich war mehr als erstaunt. Ich war beseligt. Dass der Brecht sagt, ja, wissen Sie, sowas Gutes habe ich schon lange nicht gelesen. Die sind außergewöhnlich gut. Und das nahm mich ungeheuer für den Brecht ein. Denn ich dachte, ich wäre ganz alleine damit, die in der ganzen Welt da ganz Gedichte gut finde. Ja, es ist nichts draus geworden, ne? So, zum Abschluss. Krieg war für ihn eine Angelegenheit des technologischen Fortschritt sozusagen. An ihm demonstrierten sich neue technologische Gegebenheiten, die für die Gesamtgesellschaft und ihre Zukunft charakteristisch waren. Ansonsten eine politische Nachfolge, ein politisches System, das diesem Krieg folgen werde, oder gar ein System der demokratischen Arbeiterbewegung, der Sozialismus, nichts lag ihm ferner, als daran zu denken oder zu glauben. Aber wie gesagt, er war zweifellos ein Mann, der ganz anders als Gurland oder sonst irgendeiner, das Intellektuelle zum Prinzip seiner Persönlichkeit machte. Sondern was das Prinzip seiner Persönlichkeit war, war eine deutsche Klugheit. Ein deutscher, spezifisch deutscher Art von Intellekt, in der Grundelemente der Gesellschaft eine Rolle spielten. Nicht so sehr der Sozialismus und der Klassenkampf als Produktion, Erziehung, Technologie und Arbeit. Also, okay, mit einer doch jetzt mehr entsüngerhaften Schlussnote. Produktion, Erziehung, was war das? Ich habe es auch hier aufgeschrieben. Es ist aber in der Tat der Leitfaden, um das zu verstehen. Produktion, Erziehung, Technologie und Arbeit. Aber es löst sich auf. Das darf man nicht, vergessen. Es ist nicht irgendwie kokettieren mit sowas wie Ernst, mit Leuten wie Ernst Jünger oder so. Es löst sich auf. Es spricht von der Gesellschaft der Selbstgenügsamkeit. Also das ist der Kommunismus. Ne?
von der Gesellschaft, die antiterroristisch ist, die kein terroristisches Prinzip mehr möglich hat. Also in dem Sinne gibt es vielleicht nicht in einem oberflächlichen Sinne ein Festhalten an Klassenkampf und Sozialismus, aber doch in einem doch prinzipiellen Sinne, nur dass es andere Formen annimmt als die, die halt durch die Arbeiterbewegung überliefert sind. Ja, das wär's. Danke.